Position halten. Warte. So, gehe ich nochmal hoch. Kann doch nicht jetzt sein, dass es schon wieder eine Mission hier buggt. Oh, ich habe wieder irgendwas übersehen, was ich aktivieren muss. Captain Ironsides. Weniger Energie am Steuerbord, Bug. Sie läuft schön ruhig, Mr. Navigator. Wenn uns das Glück heute ist, legen wir ab. Dank unseres Helden. Sie haben sich einen doppelten Anteil verdient, Sir. Gut gemacht. Segel setzen? Am Tag vor unserer Fahrt sind Geheimnisse nicht länger notwendig. Wir zünden die beiden MX-42-Raketen und lassen uns von ihnen vor diesem fürchterlich langweiligen Ort. Constitution wird in den Himmel schießen und sanft im Ozean landen. Dann sind wir endlich wieder die rechtmäßigen Verteidiger des Atlantiks. Das ist ambitioniert. Wie heißt es so schön? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Mr. Navigator, prüfen Sie, ob es funktionstüchtig ist. Wow. Wir müssen diese Köter bereit machen für Breitseite. Verteidigen Sie die Constitution bis zum letzten Tag. Und kritischer Schuss. Wow. Das ist... Ich weiß zwar nicht, wer damit so... Da. Ich kümmere mich schon darum. Aber da bin ich gleich erstmal gespannt, wie das aussieht, wenn der losschießt. Komme schon. Torso. Hier, die Waffe ist doch nicht schlecht. Hilfsmittel. Gucken wir mal. Und tot. Yes. Sie haben das untere Deck erobert. Mitteldeck bereit machen. Jaha. Kein Wunder, dass sie übernehmen. Wo bin ich jetzt? Dort hin. Verteidiger, okay, hier sind wir. Und Kopfschuss. Jawohl. Den Kopf baller ich hier so weg. Oh. Jetzt aber. Und da fliegt der Kopf. Sie haben das untere Deck erobert. Mitteldeck bereit machen. Boom. Medics, jawohl, Schaden. Dann nehme ich mir New Cola. Was? Was ist denn jetzt schon wieder hier los? Ja, komm. Als ob. Als ob. Nee, so geht das nicht. Alles.
schnell runter. Wie viele kommen da auch? Bitte sehr. Wow. Yeah. Ach ja, noch ein legendärer. Oh, ich schieß schön gegen die Holzbahn. Fehlgeschlagen? Warum das denn? Ich weiß warum. Laden. Yes. Weil ich anscheinend wieder einen falschen angegriffen habe. Und dabei war ein legendärer dabei. Verdammt nochmal. Ich glaube, Granaten sind okay, außer ich benutze mal Revolver gegen meine Leute. Ich versuche den Kopf da. Ja, natürlich mutiert er erstmal. Nochmal ein Stimpack. So, warte mal, was ist hier los? Nee, ich will keine Mods. Warum ist denn jetzt auf einmal Fehlschlag? Verstehe ich nicht. Dann gehe ich halt näher ran und knall die jetzt weg. Jetzt schon wieder, ey. Ich benutze vielleicht einmal den Molly und dann erstmal lerne. Kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder hier verkacke. Der muss sein, wenn ich den Roboter da... Boom. Ja. Komm mal hoch. Das sollte... Wow, mein Gott. Tschüss. Ja. Nimm mal schön auf den Kopf ziehen. Boah, ich hab das untere Deck erobert. Mitteldeck, bereit machen. Noch ist hier gar nichts übernommen. Ja. Mamma mia. Doch, Inventar. Hier ist mit her. Schadensriss. Machen wir Relics. Und dann nehme ich mit Coke. Wie, du stirbst nicht. Warte, da muss ich noch ein Relics right away nehmen. Wie kommt ihr denn jetzt hoch? Kannst du mir das nicht, ja? Was? Der ist... Warum ist denn der wieder legendär? Achtung, Lagerraum! Gegner nähert sich!
Boom. Und tschüss. Okay. Warte noch mal. Sag nicht immer so unhöflich. Jawohl. Level 23. Und tschüss. Bäm. Warum er eigentlich? Achso, weil der andere schon tot ist. Das Oberdeck muss gehalten werden. Wir dürfen nicht verlieren. So eine Chance, dass ich alles wieder nehmen kann, was ich verballert habe, habe ich selten. Besonders hier alleine. Hat hier keiner mehr einen Stimpack? Kurf dich, lass mich durch. Ja! Tatsache. Oh, verdammter Kakao. Warte mal, hab ich den. Hey, warte auf deinen Befehl. Komm, hoch geht's. Wenn du in einem Bett schläfst, wird deine Gesundheit vollständig wiederhergestellt und alle verkrüppten Teile werden geheilt. So, haben wir. Captain Ironsides. Die Enterer wurden zurückgedrängt. Bereiten Sie den Start des Schiffs vor. Glückwunsch, Captain. Da ist noch eine Sache. Wir brauchen Energie vom Hilfsgenerator, um unsere Reise zu starten. Ich fürchte, ich muss Sie ein letztes Mal um etwas bitten. Ist so gut wie erledigt. Ich bewundere Ihren Schneid. Hier ist Ihre wahrhaftig verdiente Belohnung. Viel Erfolg, Sir. Ja, natürlich bin ich wieder zu schwer. Was ist denn das für eine Waffe, bitte? Ich kann mir schon vorstellen, was das ist, aber ich will es nur mal sagen. Hä? Doch, der. Ey, yo. Feuer. Warum soll ich so eine Waffe haben wollen? Dem nachladen. So, den wollte ich nehmen. Genau. Dafür kriege ich im Moment so gut viel Munition. Hey, brauchst du was? Ja, ich will dir sowieso was geben. So, das passt schon. Das ist aber viel zu fett. Hey. Komm schon. So, jetzt sollte er mir aber folgen. Platz da, ich komme. Oh, ich sollte alle ausgeschlachtet haben. Jawohl. Unten vielleicht dann auch noch ein paar Leichen, die ich hier ausbeuten kann, und dann passt das auch. Das ist die USS Constitution. Keine Ahnung, was ihr auf einem Gebäude macht. Unser Gegner hat die Wache gestrichen. Verlasst diese Schiff und kehrt in die Länder für mich. Sie entkommen mir nicht. Wer schießt hier auf? Sag mal. Doof? Ja. Jawoll, Stimpack. So, warte mal, was soll ich? Das ist jetzt private, was auch immer. Genau.
Und ich soll zu irgendeinem Generator laufen. Da. Lauf doch mir nicht hier vor mein Spiel. Das ist die USS Constitution. Halt's Maul. Keine Ahnung, was sie auf einem Gebäude macht. Ja, ich weiß auch nicht, was du von mir immer willst. Warum kannst du nicht einfach mal ruhig. Kennst du das Geräusch, wenn du deine Schnauze hältst? Das ist die USS Constitution. Anscheinend keine nicht. Ahnung, was sie auf einem Gebäude macht. Ich weiß auch nicht, was ich mit dir hier mache. So, erstmal ein kleines Nickerchen. Das ist die USS Constitution. Boah. Keine Ahnung, was sie auf einem Gebäude macht. Der Typ geht mir so auf den Sack. Guck gleich das. Mr. Navigator, fahren Sie den Abtrieb. Energie im normalen Bereich. Beginne Countdown. 3. Ich will da eigentlich mit drauf. 2. Welchen Jetpack würde ich da noch drauf legen? Natürlich. Natürlich. Was hast du auf dem Herzen? Danke. Das ist kein förmliches Treffen, nur ein offenes Gespräch. Wir beide hatten wohl keinen guten Start und ich finde, dass ich mich entschuldigen sollte. Von dir zu erwarten, die Standards der Bruderschaft anzunehmen, ohne uns zu kennen, und da du unsere Überzeugungen so gut verinnerlicht hast, war die harte Vorgehensweise fehlerhaft. Szene, danke. Tja, du verdienst es. Mein Pater als Anwärter war Paladin Creek, der härteste Truppführer, unter dem ich je gedient habe. Er war ein Vorbild und verkörperte die Werte, nach denen jeder Anwärter strebte. Absolut loyal, gefestigt in seinem Glauben und unglaublich. In seinem tapfer. Trupp wurde ich von Beginn an anders behandelt, als ob er mich härter als den Rest des Teams rannehmen würde. Ich kämpfte lange an seiner Seite und es gab wirklich brenzlige Situationen, aber er gab mir nie eine Erklärung für meine Behandlung. Klingt, als hätte er dich motivieren wollen. Falls ja, hatte ich nie die Gelegenheit, ihn zu fragen. Nach meiner Beförderung zum Paladin bekam ich einen eigenen Trupp und erfuhr, dass Creek auf der Adams Air Force Base umgekommen war. Das war wie ein Schlag in die Magengrube. Ich hatte schon vorher Brüder und Schwestern verloren, aber sein Tod nahm ich wirklich mit. Ich habe es erst spät erkannt, aber Creek war aus dem gleichen Grund mir gegenüber hart, aus dem ich dir gegenüber hart bin. Ich glaube an dich und will nicht, dass dein Potenzial vergeudet wird. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst nichts sagen. Mach einfach so weiter wie bisher. Ich habe gesagt, was ich zu sagen hatte. Und hoffe, es bedeutet dir etwas. Ich hoffe, du behältst das für dich. Einige Informationen waren persönlich und... tja, das sollen sie auch bleiben. Ah, okay. Der Steuermann dieses Schiffs muss noch einiges lernen. Warte da. Und los. Verstehe. Paladin. Ja? Ach, komm, Alter. Das war's. Kein Problem. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eine Quest weniger. Was haben wir denn als nächstes? Der ist leuchtende Meer. Berge, die haptische. Wo ist denn das? Was? Ich erforsche. Naja, ich mache erstmal was anderes. Ich schmeiße mich jetzt mit Private Dancer erstmal wieder aus. Oh, eine Golduhr, ja, voll. Klebeband. Auf dich wirkt das nicht alt. Für mich ist es ein archäologisches Relikt. Ui. Der Steuermann dieses Schiffs muss noch einiges lernen. Das ist aber voll beschissen. Ich habe die ganze harte Arbeit gemacht und der kommt mir genau in dem Moment dazwischen. Voll mit Absicht. Okay, ist das ein Grafikbug oder ist er wirklich was Schwarzes? Was haben wir in der Richtung? Haben wir auch noch was? Erstmal muss ich über die Brücke wieder.
Aufpassen, dass ich mich nicht wieder im Auto verletze und dabei direkt sterbe. Hier dieses das rote, ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas der beiden hat mich auf jeden Fall ausgenockt. Das war echt nicht nett. Toll. Wow. Ich merke schon, meine Splittergranate. Was ist denn mit dir? Schon wieder Kopfschuss. Mann, meine Splitter. Eichhörnchengebiss. Ach ja, Postbote könnte ich auch mal spielen. Nein.